Das koreanische Gemälde »Wir sind die glücklichsten Kinder in der Welt« ist ein Meisterwerk, das die glücklichen und freudvollen Schüler und Kinder zusammen mit den Staatsführern Kim Il-sung und Kim Jong-il darstellt. Beim Schaffen dieses Werkes wollte ich durch die sonnenhellen Antlitzer von Kim Il-sung und Kim Jong-il unter den Kindergartenkindern und Schulkindern ihre erhabene Anschauung über Nachkommen und ihren lebenslangen Einsatz und ihre unvergänglichen Verdienste um die heranwachsenden Generationen veranschaulichen. Im Werk sind die Kinder individuell dargestellt, die sich an Kim Il-sung und Kim Jong-il anschmiegen. Ein Kind hält die Hand von Kim Il-sung fest und lächelt glücklich, und ein anderes Kind flüstert ihm ins Ohr. Einige Mädchen streicheln ihm die Krawatte und den Hut. Ein Mädchen stellt sich auf die Zehenspitzen und blickt auf ihn, und es gibt auch die Kinder, die nach dem Radfahren und Drachenspiel gekommen sein sollen. Andererseits schmiegt sich ein Mädchen an Kim Jong-il und ein anderes Mädchen ist schon in seinen Armen, und einige Mitglieder der Kinderorganisation blicken freudvoll auf ihn hinauf. Durch die Darstellung dieser Szene wollte der Maler zeigen, dass dank der Fürsorge von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die die Kinder als König des Landes betrachteten und ihnen allerlei Fürsorge angedeihen ließen, die koreanischen Kinder immer glücklich leben würden. Das Gemälde weist eine gelungene Komposition und geschickt angewandte Darstellungsmethode auf, die dem ideologisch-thematischen Inhalt entsprechen. Das Werk zeigt eine kreisförmige Komposition, wobei die Staatsführer im Zentrum und die Kinder in deren Umgebung dargestellt sind. So wird der ideologisch-thematische Inhalt, und zwar die intimen Beziehungen zwischen den Staatsführern und den Kindern und ihre Blutsverwandtschaft, hervorgehoben. Zugleich wurden für die Gestaltung des Charakters der Kinder und die Farbendarstellung die hellen, prächtigen und mannigfaltigen Methoden angewandt, sodass die individuellen Eigenschaften und das Glücksgefühl der Kinder lebendig dargestellt wurden. Das koreanische Gemälde »Wir sind die glücklichsten Kinder in der Welt« wurde im Jahr 1995 geschaffen und auf der staatlichen Kunstausstellung mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Das Meisterwerk ist im Koreanischen Kunstmuseum aufbewahrt.